Jo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zu einer weiteren Runde von Phasmophobia. Am heutigen Tag werden mal wieder Geister gejagt, beziehungsweise wir decken auf, was für Geister es sind und suchen nach Beweisen, dass sie da sind. In der letzten Folge waren wir auf jeden Fall im verlassenen Gefängnis und es war auf jeden Fall eine krasse Mammutaufgabe, die wir, wie ich finde, gut gemeistert haben. Wir haben zwar nicht viele Beweise gefunden, aber wir haben mindestens ein Ziel erfüllt und wir haben auf jeden Fall gute Kohle bekommen. Am heutigen Tag habe ich mir überlegt, dass wir mal eine von diesen zwei Maps unten ausprobieren. Ich meine, ich habe da noch nie drauf gezockt. Das ist einmal Sunny Meadows. Also ich glaube, das ist eine Map. Ich meine, ich war da noch nie. Vielleicht irre ich mich aber. Mal schauen, mal schauen. Ja, also letzte Folge waren wir hier im Prison, also im Gefängnis. Als erstes würde ich sagen, kaufen wir uns ein bisschen Ausrüstung, damit wir uns halt besser aufrüsten, damit wir mehr Stuff haben. Und danach geht's direkt los, Leute. Wenn ihr mehr von Phasmophobia sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Und ich würde sagen, alles ist gesagt. Wir schauen erstmal nach guter Ausrüstung. So, wir haben insgesamt 174 Dollar und uns fehlt auf jeden Fall noch eigentlich gute Ausrüstung. Das Ding ist aber, für die braucht man ein höheres Level, wie ich gerade sehe. Aber ich meine, wir haben noch nicht alles. Ah, man kann die Sachen alle leveln, ne? Deswegen sehen die wahrscheinlich so aus. Leute, ich glaube, ich befürchte, dass wir alles haben, was wir überhaupt haben können. Also wir müssen erstmal ein höheres Level bekommen. Das ist echt nicht so geil. Mit diesen Dollarn können wir dann wohl nichts anfangen. Aber wir gehen auch dann kein richtiges Risiko ein, ist das Gute. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der Runde. Dieses gewaltige Irrenhaus hat mehr zu bieten als Spinnennetze und Trümmer. Manche sagen, man könnte noch immer die Schreie hören. Digga, okay, das ist gruselig. Ich wusste nicht, dass es ein Irrenhaus gibt in Phasmophobia. Okay, schauen wir mal. So sieht die Map von hier aus. Ach du Scheiße, das ist ja so groß. Naja, wir nehmen die Taschenlampe. EMF. Ach ja, warte. Er reagiert auf alle, erreiche eine durchschnittliche Sanity von unter 25%, werde Zeuge eines Geisterereignisses und finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Das sind eigentlich gute Aufgaben, die nicht kompliziert sind auf jeden Fall. Okay, wir packen uns den Schlüssel. Oha, Digga, schaut euch den Schlüssel an. Okay, wir schauen es uns mal kurz an. Bro, Alter. Das ist ein krankes Irrenhaus. Yo, die Schritte hallen komplett. Digga. Es hallt ja alles. Okay. Ich glaube, das ist die neueste Phasmophobia-Map. Ich weiß nicht, wie lange die schon da ist. Falls ihr es wisst, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Okay, das ist der Ausgang, ne? Ja, hier kommen wir her. Also, in der Map-Beschreibung steht auf jeden Fall, dass man... weicht. Ich höre Schritte. Digga, ich habe Schritte gehört. Über mir wahrscheinlich. Digga. Was ist das? Also, die Map kenne ich zu 0,0%. Das ist halt, glaube ich, die Sorge. Ich weiß wirklich null, was auf mich zukommt. Und ich glaube, das macht es halt extrem gruseliger. Ich habe wirklich Schritte gehört. Nicht von einem Geist, Leute. Also so, als ob ein Mensch da läuft. Ich habe keinen Bock, weiterzugehen. Okay. Da ist irgendein Licht. Kerzen sind hier an. Kann man hier Licht anmachen? Ein Gebetsraum. Kreuze, Blut. Was ist hier passiert? Aber es gibt ja eigentlich nur einen Geist, ne? Sonst gibt es keine anderen Jumpscares oder so. Machen wir mal lieber Thermometer an, oder? Ist doch nur halb so wild. Ist doch nur ein Irrenhaus. Okay, was ist hier für ein Raum? Die Taschenlampe ist ja auch null hell. Es ist riesig, Leute. Ja, das sind halt so Zellen, ne? Räume. Naja, macht man nix. So, gehen wir mal hier ein bisschen lang. Ja. Hier ist verbarrikadiert. Ah ne, man kann hier ein bisschen lang. Digga, wer hat das hier so alles umgeschmissen? Man muss hier ja richtig durchlaufen, Alter. Was soll ich machen, wenn ich verfolgt werde? Ein Badezimmer. Bro, die Schritte, ne? Okay, was ist hier? Nein, es gibt einen Keller. Es gibt einen Keller. Die Tür ist offen. Wollen wir in den Keller? Oder ist es kein Keller? Ich
Ich komme hier niemals mehr wieder raus, ne? Ach du Scheiße. Okay. So. Hier ist aber nur Eingang, ne? Oh, Alter, hier ist komplett Blut. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Okay, das will ich lieber nicht wissen. Weiter. Hier wurden Leute quasi gefoltert, ne? Das ist nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Krass. So. Das war hoffentlich ich. Wir haben keine Gefriertemperaturen und so. Hier lang? Nö. Das ist echt eine Irrenanstalt. Ich will hier wieder raus. Ich sag's offen und ehrlich. So. Ich werd hier auch noch irre. Okay. Ihr könnt, wie gesagt, gerne Tipps in die Kommentare schreiben, vor allem für diese Map bitte. Würde ich dankend annehmen. Jo, ich dachte, hier liegt eine Leiche. Sah grad so aus. Okay, hier sind zwei Türen, oder? Wo führt's hin? Hier sind Fliegen und Mücken, was auch immer. Alter. Leichenhalle, Leichenraum. Igitt. Dass ich das in Phasmophobia sehe. Gefriertemperaturen aber bisher nicht gefunden, ne? Ja, ich muss zurück. Ich muss hier wieder raus. Gruselig. Muss ich sagen. Ihr könnt auch, wie gesagt, gerne auch in die Kommentare schreiben, was für euch die gruseligste Phasmophobia-Map ist. Ich höre was. Vor allem, wo soll denn der Geist sein? Das ist riesig. Wie soll ich den finden? Na, hier können wir wenigstens wieder hoch. Wir gehen schön nach oben. EMF. Nix. Bisher habe ich keinen Geist gesehen. Kann man irgendwo nach oben? Ich will erstmal den Weg nach draußen finden. Ach, hier ist dieser Gebetsraum. Wie ging es da nach draußen? Nee. Aber da hinten, oder? Ja. Freiheit, Alter. Wir haben es rausgeschafft. Day, aber es geht hier ab. Okay, dann gucken wir mal. Boah, endlich Sicherheit. Sanity ist bei 92%. Oha, wir können durch die Camps switchen. Krass, wir haben Camps direkt. Und auch Nachtsicht. Ich würde sagen, ich glaube, links waren wir noch nicht. Vielleicht sollten wir uns da mal umschauen. Boah, was ist hier? Irgend so ein Zimmer. Ein Arbeitszimmer oder so. So, wir gehen mal links lang. Was ist hier? Ah, ein anderer Eingang für diesen Gebetraum. So, dann gucken wir mal. Ja. Zack. Ach nee, hier geht's schon wieder lang. Hä? Ah doch. Boah. Okay. Es klingelt. Hier drin. Oder? Ja. Hier drin klingelt. Wie machen wir das aus? Oh nein. Wie macht man das hier aus, Alter? Wie geht das aus? Aber ich glaube, das ist der Geisterraum dann. Gefriertemperaturen keine. Ich glaube, das ist der Raum. Hier drin spukt es. Ich würde sagen, wir holen mal unseren ganzen Stuff. Ich versuche es mir so gut es geht zu merken. Ja. Eigentlich nur geradeaus. Dann hier lang. Also es hat auf jeden Fall so ein Wecker geklingelt oder so ein Telefon.
Und das wäre eigentlich ein Zeichen für einen Geist, oder? Und ein UV nehmen wir auch mit. So. Und hier hin. Sorry, falscher Raum. Hier war das. Leute. Unsere Sachen sind weg. Unsere Sachen. Oh Gott! Oh Gott! Alter! Bro! Fingerabdrücke! Trage ich ein. Alter! Bro! Er hat unsere Sachen geklaut. Was ist das für eine Ratte? Okay, wir haben Fingerabdrücke. Habe ich eine Fotokamera, dann kann ich davon ein Bild machen. Digga, ich lasse nichts mehr liegen. Wo ist unser EMF und unser Thermometer? Der hat uns komplett zerstört, Digga. Raus hier. Ich glaube, ich habe den Ausgang verpasst. Ja, wisst ihr, der hat extra auf uns gewartet und dann hat der die Tür zugeschlossen. Okay, aber wir haben schon mal Fingerabdrücke, aber ich kann EMF und so nicht berichten. Das ist halt die Sache. Oha, wir haben zwei Ziele erreicht. Werde Zeuge eines Geisterereignisses und finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Okay, es hat trotzdem gemessen, das ist das Gute. Das ist auch der Vorteil daran, wenn man es da liegen lässt. Fingerabdrücke haben wir auch. Dich brauche ich nicht mehr. Ich habe meine Fingerabdrücke. EMF Stufe 5 erhöhen wir auch. Das Buch nehmen wir noch mit. Einen Beweis brauchen wir noch. Wir müssen dann noch mal rein. Oder wir geben uns damit jetzt zufrieden und raten. Aber das ist jetzt nicht safe. Ich traue mich da nicht rein, ehrlich gesagt. Aber wir müssen. So, hier war das. Ich habe kein Kruzifix. Oh Gott. So, drop. Jetzt gucke ich mal nach Geister, nach Dots. Ich sehe nichts. Warum kann man das nicht aufstellen? Wir gehen nochmal, weil wir lassen den mal schön ins Buch schreiben. Und vielleicht habe ich noch was zu mitnehmen. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, mal gucken. Vielleicht schreibt er ja rein währenddessen. Das wäre optimal. Ich würde dann direkt abzischen. Nehmen wir die Geisterbox mit. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Wenn der ins Buch geschrieben hat, gehen wir direkt. Mal gucken, ob da noch das Buch liegt. Es liegt noch da. Okay. Bist du hier? Backt die rum? Ich glaube, die backt. Bist du hier? Wie alt bist du? Wow! Ich sehe ihn. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Hat er mit uns geredet? Er hat reagiert, oder? Klärt mich bitte auf in den Kommentaren mit der Geisterbox. Okay, Leute. Meine Nerven sind am Ende, muss ich ehrlich sagen. Ich trage die Box ein. Meiner Meinung nach. Hä? Das Ding ist, wenn wir die Box eintragen, dann hat er darauf nicht reagiert. Dann gibt's den Geist nicht. Ah doch, das geht. Ich sage, es ist ein Obake. Da ich der Meinung bin, dass. Also, es hat so gewirkt, als ob er auf die Box reagiert hat. War auf jeden Fall sehr gruselig. Let's go. Aber ich glaube, wenn man sich an die Map gewöhnt, wird es nicht mehr so schnell gruselig. Wir fahren. Mal schauen, wie viel Kohle wir kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall für die zwei Ziele schon mal Kohle. Okay. Werde Zeuge eines Geisterevents und ja. Es war ein Phantom. Okay, sehr schade, muss ich sagen. Aber wir haben 50 Dollar verdient. Es war nicht die Box, okay. Schade. Naja, nächstes Mal machen wir es besser. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Naja, Leute, es war auf jeden Fall eine krasse Atmosphäre. Es war eine krasse Map, muss ich sagen. Also gut gestaltet, sehr gruselig gehalten. Muss ich sagen, ein bisschen unübersichtlich, da zum ersten Mal reinzugehen und so. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Vielleicht gehen wir da irgendwann wieder hin. Naja, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit der Runde von Phasmophobia. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Checkt meinen Zweitkanal aus, Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta, alles ist in der Beschreibung verlinkt, Leute. Schreibt mir, wie gesagt, Tipps in die Kommentare. Habt noch einen schönen Tag und. Ciao.